rote Chilischoten, Zitronengras, Knoblauch, Limette, Koriander, Minze, Kurkuma, Erdnussöl, Hähnchenbrustfilet, Kokosmilch, Fischsoße, Asianudeln, zwei kleine scharfe rote Chilischoten, zwei grob gehackte innere Blätter, Zitronengras, zwei geschälte Knoblauchzehen, den Saft von E-Limette je 1 Handvoll Korianderblätter und Minze, 3 türkische Lire gemahlene Kurkuma und 3 Esslöffel Erdnussöl in eine Küchenmaschine geben und zu einer groben Paste pürieren. Eine Grillpfanne erhitzen und 500 Gramm Hähnchenbrustfilet von jeder Seite 5 bis 7 Minuten darin anbraten, bis es durchgegart ist. Aus der Pfanne nehmen und in dicke Streifen schneiden. Eine hochwandige Pfanne oder einen Wok mäßig heiß werden lassen und die Paste darin eine Minute anbraten, dabei in der Pfanne herumbewegen, damit nichts anbrennt. Die gegrillten Hähnchenstücke hineingeben, mit dem Inhalt von einer Dose Kokosmilch E40 Ohm übergießen und aufkochen lassen. Ein paar Spritzer thailändische oder vietnamesische Fischsoße darüber geben. 100 Gramm dünne Asean-Nudeln in kochendes Wasser kippen, abgießen und auf 4 Suppenschalen verteilen. Das Hähnchen samt der Soße darüber schöpfen und servieren. Wer mag, dekoriert noch mit etwas Koriander und Minze. Für 4 Personen. 18. Gute Organisation ist hier entscheidend. Es kommen mehr Zutaten vor, als ich normalerweise für ein schnelles Alltagsessen verwenden würde, aber sie brauchen kaum mehr Vorbereitung als grobes Hacken und Pürieren in der Küchenmaschine. Wenn Sie alle Zutaten bereitlegen, bevor Sie anfangen, dann dauert das Ganze nur wenige Minuten. Sie könnten das Hühnerfleisch auch unter dem Backofengrill garen, wenn Ihnen das lieber ist. Geben Sie Stück Ingwer oder eine türkische Lira, getrocknete Shrimps in die Würzpaste. Der Geschmack von Grillhähnchen ist ein Teil des Gerichts, aber wenn Sie etwas Tröstlicheres wollen, pochieren Sie es stattdessen in der Kokosmilch.